In diesem Video wird erläutert, wie platzierte Öffnungselemente in ARCHICAD bearbeitet werden können. Nach der Platzierung können Öffnungen mittels PET-Palettenbefehle bearbeitet werden. Diese Bearbeitungsmöglichkeiten können im Grundriss, im 3D und in Schnitten oder Ansichten genutzt werden. Aber es sind nur die Bearbeitungsbefehle möglich, welche je nach Darstellungsfenster geboten werden. Aktivieren wir die 3D-Ansicht, wo alle PET-Palette-Befehle verfügbar sind, und wählen ein Öffnungselement aus. Die PET-Palette-Befehle sind verfügbar, wenn Sie auf eine beliebige Ecke klicken. Verfügbare PET-Palettenbefehle hängen auch von der Form der Öffnung ab. Wenn wir auf eine Ecke einer rechteckigen Öffnung klicken, können wir mit den Befehlen Längenänderung beide Dimensionen der Öffnung entweder durch numerische oder grafische Eingabe ändern. Wir können auch den Befehl Alle Kanten versetzen, um alle Kanten der Basisform, die Größe der Öffnung erhöht oder verringert wird, verwenden. Wir können auch die Grenzen des Schneidekörpers der Öffnung anpassen. Wenn der Schnittkörper unendlich ist, zeigt die PET-Palette den Versatz von Referenzebene Befehl, mit dem wir beide Enden des Schnittkörpers in eine halbunendliche Form versetzen können. Wenn wir nun auf das andere Ende des Schnittkörpers klicken, bietet die PET-Palette nun die Länge an. Und wir können die Länge des Schnittkörpers anpassen. Eine solche Anpassung, bei der wir nun beide Versatz- und Längenwerte definiert haben, konvertiert die Öffnung in die Option Grenzen beider Seiten, wie durch die Einstellung Begrenzung der Infobox gezeigt wird. Wenn wir auf eine der Kanten der Basisform der rechteckigen Öffnung klicken, wird der Befehl Ecke ebenfalls angeboten, mit dem wir eine einzelne Kante der Basisform versetzen können. Kreisförmige Öffnungen bieten leicht unterschiedliche PET-Palettenbefehle an. Wenn wir auf einen Viertelpunkt der kreisförmigen Basisform einer ausgewählten Öffnung klicken, können wir den Befehl Ellipse strecken verwenden, um den Kreis zu dehnen und die Basisform in eine Ellipse zu ändern. Wir können auch den Befehl radiale Streckung verwenden, um den Radius der Basisform der Öffnung zu vergrößern oder zu verkleinern. Der Befehl funktioniert so: Wenn die Basisform eine Ellipse ist, bleiben die Proportionen der Ellipse gleich. Die untere Zeile der PET-Palette enthält Befehle, die für alle Elementtypen verfügbar sind, wie Verschieben, Drehen, Spiegeln und Multiplizieren. Beim Ziehen können wir den Extrusionskörper der Öffnung in den Raum ziehen. Mit dem Befehl Drehen können wir den Extrusionskörper der Öffnung frei im Raum drehen. Die Befehle Spiegeln und Multiplizieren funktionieren wie bei anderen Elementtypen. Bitte beachten Sie, dass bei der Multiplikation einer Öffnung die Kopien die gleichen Elemente wie die multiplizierte Öffnung schneiden. Eine nützliche Funktion des Öffnungselements ist, dass es mehrere Elemente durchschneidet, die genutzt werden können, wenn zum Beispiel eine einzelne horizontale Öffnung mehrere Wände, wie im Fall einer komplexen Wandstruktur, die mit mehreren Wandschichten aufgebaut ist, oder wenn eine einzelne vertikale Öffnung mehrere Decken durchschneiden muss, wie im Falle eines Aufzugsschachtes. Mit dem Befehl Zusätzliches Element schneiden der PET-Palette können wir weitere Wände, Träger, Decken oder Freiflächen, die durch die Öffnung geschnitten werden müssen, hinzufügen. Dieselbe Öffnung kann mehrere Elementtypen schneiden. Allerdings müssen wir diese Elemente nacheinander mit diesem Befehl hinzufügen. Alle Elemente, die durch eine Öffnung geschnitten werden, werden als Zielelemente der Öffnung bezeichnet. Die Verbindungsschaltfläche der Öffnung listet die Element-IDs aller Zielelemente auf, mit anderen Worten Elemente, die durch die Öffnung geschnitten werden. Wir können die Schaltfläche Plus auf der Verbindungsschaltfläche verwenden,
um Elemente zur Liste der ausgeschnittenen Elemente hinzuzufügen. Während wir den Cursor bewegen, hilft uns das Vorauswahl-Highlight bei der Elementauswahl. Wenn wir den Mauszeiger über ein Schnittelement in der Verbindungsliste bewegen, wird das Element hervorgehoben. Neben einer der Element-IDs befindet sich ein Pin-Symbol. Dies weist darauf hin, dass die Öffnung ursprünglich in diesem Element platziert wurde und dieses wird als primäres Ziel der Öffnung bezeichnet. Die Öffnung bewegt sich immer mit ihrem primären Anker mit. Wenn wir also das primäre Ankerelement verschieben, wird die Öffnung mit ihr und die anderen Elemente entsprechend angepasst. Wenn jedoch ein anderes Element verschoben wird, hat dies keinen Einfluss auf die Position der Öffnung. Wir können auch die Schaltfläche X für jedes Element verwenden, um dieses Element aus der Liste zu entfernen, die durch die Öffnung geschnitten werden. Wenn wir jedoch auf die Schaltfläche X für das primäre Ziel der Öffnung klicken, wird das Element aus der Projektdatei gelöscht. Musik